willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Karrieremodus. Letzte Episode haben wir zwei Hattricks gesehen von Zlatan Ibrahimovic und von Wissam Benedetta, unseren beiden Stürmern. Das Ganze nicht in einer Partie, sondern in zwei aufeinanderfolgenden Partien. Und heute gegen Cardiff soll es im Idealfall weitergehen. Wir spielen danach in der Champions League noch gegen Manchester United in dieser Episode. Das heißt, das Ganze neigt sich wirklich weit dem Ende zu. Ja, wir sind nicht mehr lange bei Newcastle United, sondern sind bald beim neuen Verein. Unsere Jugendmannschaften, beziehungsweise Jugendspieler sehen einfach mega stark aus, größtenteils, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich richtig krass. Gefällt mir extrem gut, weil wir werden auf jeden Fall davon einige verpflichten noch im Sommer. Also eine hohe Mannschaft holen. Weil wir ja viele abgeben werden, viele Spieler. Und ich ja auch sowieso quasi kündigen werde. Aber darum geht es heute erstmal noch nicht. Heute geht es um Crystal Palace, die wir schlagen wollen. Und zwar mit einer guten Frage. Und zwar, wen stellen wir in Sturm? Campbell und? Reinholds ist nicht mehr da. Perez? Geben wir Perez mal die Chance. Ich bin dafür, wir geben heute der absoluten B11 mal eine Chance. Biggie Rimana unter anderem auch. Dann spielt hier Romagnoli in der Verteidigung. Dann spielt auf links mal wieder Kurzawa. Auf der rechten Seite spielt Chambers, ist da schon fest. Janmaat kriegt mal wieder eine Chance. Ja, hier kann es auch eine Niederlage geben. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir trotzdem die Liga holen. Und ich will die Champions League gewinnen. Das ist erstmal wichtiger. So, Draxler hier hin, auf der anderen Seite kommt Aarons, Girimana noch auf die 6 und im Tor lassen wir Begovic halt drin, Oxlade kommt mal auf die Bank, genau wie Smith, da schon mal zwei Wechselspieler und Cabella und De Jong sind notfallsweise auch noch da und sonst kann man auch mal Gabriel Aubameyang einwechseln. Ich glaube, wir wechseln hier Aubameyang, Oxlade und Smith ein, das ist so unsere Bank und damit gehen wir jetzt ins Spiel gegen Cardiff, normalerweise kein starker Gegner, aber im Karrieremodus bisher sehr überragend gespielt, von daher ein bisschen Angst, aber das kriegen wir schon hin, ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Der Meisterschaftskampf in der Premier League wird und wird nicht langweilig, denn Newcastle United hat sich wieder etwas abgesetzt, jedoch nicht zu weit, sodass die Spurs immer noch Chancen haben, sie einzuholen. Heute gegen Cardiff City momentan Tabellen 13 in der Premier League, sollte das Ganze besser werden. Cardiff nicht so gut wie in den letzten Saisons, trotzdem nicht wirklich im Abstiegskampf, das heißt immer noch zufriedenstellend für die Männer aus Wales. Und naja, Tottenham mit genauso viel im Spiel wie Newcastle mit 8 Punkten Rückstand, man könnte heute aufholen, denn Newcastle musste mit B11 antreten in Wales aus bestimmten Gründen. Natürlich, ja, das Champions League Viertelfinal-Rückspiel gegen Manchester United im Old Trafford stand an und dementsprechend wollte man da eine A11 aufbieten und sich nicht unnötig verletzen gegen die Männer aus Wales. Dementsprechend standen Leute in der Startelf, von denen man es nicht erwartet hätte, wie beispielsweise Rolando Aarons, der Jamaikaner, oder auch Ayoze Perez, der seit Ewigkeiten nicht mehr für die Magpies gespielt hatte, und sogar Gabriel Aubameyang stand mal wieder nach Jahren im Kader von Trainer MGT. Bei Cardiff, Marshall, Theophile, Cashman, Connolly, Ekwele Manga, Fabio, Noon, Aykrem, Berget, Burgstaller, Hernandez und Maynard in der Startelf. Eine sehr gute Aufstellung im 4-4-2-System. Das könnte natürlich dem 4-2-3-1 von Newcastle United, von den Magpies, ein bisschen Probleme bereiten, denn die spielten, wie gesagt, mit B11, Begovic und Janmaat, neben Kurzawa und Sippel, und die so wirklich einzigen Stammspieler. Romagnoli und Castelletto in der Verteidigung, auf der 6 dann noch Biggie Rimana vorne drin, Draxler natürlich auch Stammspieler, aber noch nicht unumstritten. Dann noch Aarons, Perez und Adam Campbell in der Startelf auf der Bank. Ja, bei Cardiff City Nomads Möller-Deli, der war überraschenderweise nicht in der Startformation, hatte sich ein bisschen schlecht gefühlt die letzten Tage, dementsprechend nicht richtig trainiert und musste heute erstmal passen. Draxler, der andere Youngster auf der anderen Seite, stand mal wieder in der Schale, sollte sich beweisen können und bekam die Chance in der ersten, ja, Minute quasi schon, vergab sie aber. Und dann auf der anderen Seite ging es los mit einer Flanke von Aykrem. Naja, die B11 stand hinten drin nicht so wirklich solide, wie man hier sehen konnte. Allerdings wurde es mit der Zeit besser und man kam sogar nach vorne nach gerade mal 5 Minuten. Ayoze Perez macht das hier außen gut. Schön gegen Ekwele Manga, der Ball in den Rückraum zu Draxler, der vollkommen frei zieht in den 16er, spielt den Ball auf Sippel, abgefälscht der Schuss. Da hätte er vielleicht selber lieber geschossen, der Julian Draxler. So bleibt es hier erstmal beim 0:0. Dann die Balleroberung, ja, von Cardiff City in der gegnerischen Hälfte, am gegnerischen 16er. Der Ball kommt auf Nicky Maynard, der nochmal auf Craig Noon. Der Ball ist zu lang und dementsprechend nicht mehr so wirklich gefährlich für das Tor von Asmir Begovic. Aber trotzdem spielte Cardiff hier nicht wie ein Tabellenmittelfeldteam, sondern besser war es natürlich auch an der B11 von Newcastle. Lag der Ball auf Hernandez und da muss erstmals der gute Begovic so richtig eingreifen. Schöne Parade des Bosniers und damit ging es dann in die Halbzeit. Nichts großartig passiert in der zweiten Halbzeit. Konnte vieles besser werden, musste vieles besser werden. Zumindest, wenn die Fans ihr teuer bezahltes Geld hier irgendwie zurückerstattet bekommen wollten. Mal sehen, wie das Ganze lief. Wir schauen einfach mal rein in den zweiten Durchgang
Und ich kann versprechen, es wird auf jeden Fall interessanter. Die erste Szene nach knapp 47 Minuten, Einwurf auf Adam Campbell. Und der spielt den Ball ja weiter in die Mitte auf Bigirimana, wie wir gleich sehen werden. Der legt nochmal aber auf Rolando Ahrens. Der Jamaikaner versucht mit dem Schuss und Bigirimana aus dem Rückraum. Der Ball übers Tor, aber nicht zu schlecht. Der Versuch des Mannes aus Burundi, der mittlerweile ja englischer Juniorennationalspieler ist. Auf der anderen Seite gab es dann Burgstaller mit dem Ball auf Eikrem und der auf Hernandez. Und der hat eine gute Idee, spielt auf Maynard, aber der zieht am Tor vorbei. Es war nicht wirklich gefährlich, was bisher passiert war. In der Schlussphase sollte dieses allerdings sich ändern und sollte deutlich gefährlicher werden. Zunächst mal kam Oxlade-Chamberlain und auf der anderen Seite Adam Lafondre. Zwei ja, positionsgetreue Wechsel. Draxler ging aus der Partie, genauso wie eben der Uruguayer Hernandez. Und im Anschluss gab es einen Freistoß für Cardiff. Aus dem nichts wurde, anders als aus dieser Szene hier, der Ball auf den eingewechselten Lafondre. Der setzt sich im 16er erstmal durch gegen Kurzawa und Janmann mit dem tollen Tackling gegen den Franzosen. Ja, es fehlte an der Genauigkeit im Abschluss. Dann der Wechsel wieder, Rolando Ahrens ging raus und tatsächlich kam Gabriel Obertin in die Partie. Das hatten die wenigsten erwartet, der stand wie gesagt seit Jahren mal wieder im Kader von MGT, hatte selber vor dem Spiel gesagt, er rechne nicht mit einem Einsatz. Und jetzt kam er tatsächlich dazu für Rolando Ahrens. Seine Erfahrung sollte eventuell nochmal wichtig werden in den letzten Minuten, in der letzten Viertelstunde. Zunächst aber mal der nächste Freistoß, wieder nach einer Einwechslung, ausgeführt von Fabio. Der Ball kommt in die Mitte, aber schlecht getreten und dann der Konter, eingeleitet über Oxlade-Chamberlain auf Perez. Der verliert den Ball, wieder Ekwele Manga, der spielt den Ball auf Berget. Es geht weiter über Mats Möller-Deli, ebenfalls eingewechselt. Er setzt sich da schön durch, spielt den Ball auf Maynard und dann der Fehler. Smith ist dazwischen, spielt den Ball nach vorne, langer Ball in die Spitze auf Campbell, aber da kommt Marshall raus. Aber Marshall macht den Fehler, geht wieder zurück in sein Tor. Campbell mit dem Ball in die Mitte, da ist Ayosie Perez, der alleine gegen Marshall, alleine gegen den Keeper und er hat einfach nicht mehr die Routine, er ist nicht mehr oft in der Startelf bei Newcastle und vergibt deswegen hier diese Chance gegen den Schotten. Das war die Riesenchance für den Spanier, die Riesenchance für die McPies, hier das 1-0 zu machen. Es bleibt beim 0-0 und sowas wird normalerweise teuer bestraft. Connolly, der Innenverteidiger, mit dem Ball auf Lafondre, der auf Fabio mit dem Lupfer auf Eikrem, nicht bewacht von Romagnoli und den muss man schon mal machen aus knapp 11 Metern, der direkte Volley am Tor von Begovic vorbei, der wäre wohl chancenlos gewesen, aber so bleibt es beim 0-0 und sie mussten weiter zittern, ob sie eventuell den Sieg tatsächlich noch erreichen konnten. Wieder Eikrem, der Norweger über außen, spielt den Ball auf Theophil Catherine, die Flanke in die Mitte wird verlängert zu Abel Hernandez, der legt nochmal ab auf Maynard und der Pfosten ist im Weg. Riesenchancen jetzt zum Ende der Partie hin für Cardiff und dann der Konter über Obertin. Wie gesagt, seit Ewigkeit nicht mehr gespielt. Ja, mit dem guten Antritt gegen Connolly setzt er sich da durch, macht da schön Stopp ab, wartet auf seine Mitspieler, aber da bietet sich niemand so wirklich an, deswegen geht allein der perfekte Pass auf Jose Perez. Der Schuss viel zu schwach fürs Tor von Marshall. Es bleibt beim 0-0. Nochmal Smith mit dem Ball zurück auf Obertin und der hat wieder eine gute Idee. Und zwar will er Campbell abspielen. Allerdings steht der im Abseits, deswegen muss er warten. Spielt dann den Ball zurück in den Rückraum. Campbell legt ab auf Bigirimana. Da ist Smith, der Sechser, versucht mit dem Schuss Pfosten. Auch hier rettet Cardiff City der Pfosten, genau wie auf der anderen Seite. Es war die letzte Aktion der Partie. 0-0 trennt sich Newcastle und Cardiff in einer sehr spannenden Schlussphase. Beide Teams hätten hier gewinnen können. Beide Teams tun es nicht. Für Newcastle schmerzt das nicht wirklich, weil mit BF hatte man nicht mehr erwartet. Für Cardiff, naja, schmerzt das schon ein bisschen. Dann hätte er sich ein bisschen weiter befreien können mit einem Sieg gegen die BF. Geschafft haben wir es im Endeffekt nicht. Eine an sich nicht schlechte Leistung unserer BF, aber offensiv einfach nicht stark genug, um hier irgendwie zu gewinnen gegen Cardiff. Habe ich auch, wie gesagt, ja auch nicht erwartet, denn wir wollen ja, gegen Manchester United weiterkommen. Ins Halbfinale der Königsklasse. Cabella ist nicht glücklich, will wieder öfter spielen. Vollkommen nachvollziehbar, aber auch er ist ja ein Wechselkandidat. Wir loben unsere Mannschaft und ich würde sagen, Cabella steht sowieso in der Startelf gegen Man United. Wir müssen unsere beste Elf aufbieten, um hier, zu Hause mindestens schon mal einen Unentschieden zu schaffen. Das wäre schon mal sehr, sehr elementar wichtig. Wir haben Marc-Oliver Kempf von Freiburg, beobachte ich mal. Hat er gegen 96 getroffen und einen Fehler gemacht. Hoffmann beobachten wir auch mal. Galvez, Wolscheid, Giefer, Sobürg. Vielleicht ist er geglitscht wieder mal. Und der Rest hier bisher ist nicht wirklich interessant. Brooks kann auch mal beobachten. Und der Rest wird schon gescoutet, von daher sparen wir uns das. Campbell möchte mehr Gehalt und Ibrahimovic möchte in die Startelf, was vollkommen verständlich ist, denn, er hat es verdient und er ist der beste Stürmer, den wir im Kader haben. Barca verdient noch süße 800, er will nur 80.000 pro Woche, das heißt, wir machen Gehaltseinsparungen bei Oxlade-Chamberlain und dafür wird er wichtiger Stammspieler, hoffentlich seiner Akzeptanz nach, mal sehen. Wichtiger Stammspieler. So. Ansonsten lassen wir das, glaube ich, mal so. Erstmal. Wobei Begovic. Ja, komm. Wir rüsten mal kurz die Verträge ein bisschen auf. Können wir ja mal machen nebenbei. Nastasic. Ja. Wichtiger Stammspieler. Orlando Ahrens. Sporadischer Spieler. Bleibt da weiter. Ach, 25.000. Okay. Dann doch nicht. Smith will 20.000 haben. Hat ein Jahr noch Vertrag.
Gut, kann man machen, aber er kann nicht 4 Jahre bleiben. Rotationsspieler ist er. Ben Yedder ist essentieller Stammspieler, will 90.000 Gehalt haben. Also, naja, wir müssen ein bisschen was investieren, aber das ist auch vollkommen okay. Er will 60.000 Gehalt haben. Nee, das mache ich nicht. Barca möchte 30.000. Ja gut, aber der hat es auch verdient. Ist wichtiger Stammspieler, sag ich mal. Lascelles, okay, die laufen alle nicht aus. So, wo ist jetzt der gute Campbell? Da ist er. Er will mehr Gehalt haben, 25.000. Auch das nochmal ein bisschen was. Aber von mir aus Rotationsspieler. Muss man mit zufrieden sein beim Champions-League-Sieger? Oder sind wir Champions-League-Sieger? Nee, wir haben im Finale, glaube ich, verloren, ne? Irgendwie sowas. Auf jeden Fall gehen wir weiter und spielen gegen Man United. So, Aufstellung machen. Campbell geht natürlich wieder raus, ist klar. Aber hat sich aber nicht schlecht geschlagen. Eigentlich auch der gute Perez, nicht mal. Also die waren beide eigentlich ganz gut. Cabella kommt natürlich rein auf die Außen einmal. Wo ist er? Wo ist er denn? Ja, wo ist er? Da ist er. So, Niang kommt auf die Bank, ist, glaube ich, gestiegen um 1 auf 80. Stindl kommt auf die 6 zusammen mit mit Geis. Laporte kommt in die Verteidigung zusammen mit Sané. Romagnolis Formkurve zeigt wieder runter, das ist natürlich wunderbar. Thauvin kommt auf die Bank für Smith. Kurzawa geht raus, dafür kommt, obwohl, Kurzawa muss spielen. Janmaat bleibt auch drin, Begovic bleibt drin. Obwohl, die Chambers packen wir ran für Janmaat und dann dürfte das eigentlich, oder kann Janmaat Linksverteidiger spielen? Nee. Chambers auch nicht, ne? Nein. Dann passt das so, würde ich sagen. Gut, dann gehen wir in die nächste Partie. Ich bin mal sehr gespannt, wie es laufen würde. Ich hoffe natürlich auf einen Unentschieden oder Sieg, damit wir weiterkommen in die nächste Runde. Ah, nee, warte mal. Aaron spielt noch. Das können wir natürlich nicht zulassen. Da muss De Jong hin. So, oder Thauvin? Ich glaube, wir machen De Jong. Ja, wir machen De Jong. Nicht zurücksetzen, oh Mann. Okay, De Jong, so nochmal. Alles klar, gut, dann gehen wir rein. Ich wünsche euch viel Spaß. Nach dem 3:1 im Hinspiel im St. James' Park reichte Newcastle United heute viele Ergebnisse, um gegen Manchester United ins Halbfinale der Königsklasse einzuziehen. Vor einigen Wochen erst hatte es im Old Trafford im Theater of Dreams ein 3:0 für die Magpies gegeben und im Hinspiel hatte man ebenfalls Manchester United klar geschlagen. Jetzt im Rückspiel konnte das Ganze natürlich nur schwer werden, denn ja, 90 Minuten sind eine lange Zeit im Old Trafford. Die Fans der Red Devils natürlich in absoluter Top-Stimmung. Die wollten, dass ihre Mannschaft hier heute das Halbfinale klar macht mit Robin van Persie in der Startelf, unter anderem mit Angel Di Maria. Das Stadion gut besucht, natürlich ausverkauft, keine Frage. Viele mitgereiste Tunes der Tune Army waren auch mit am Start. Das heißt, Newcastle United wurde gut unterstützt und hatte eine starke Startaufstellung, mit der man hier heute antreten wollte. Aber natürlich auch nicht zu unterschätzen die Aufstellung von Manchester United. Lindegaard, Raphael, Evans, Jones und Shaw in der Verteidigung. Dazu natürlich noch Daley Blind hinten drin als Sechser, Fellaini und Khedira dann davor. Und in der Sturmspitze, ja, neben Robin van Persie ausnahmsweise mal Nick Pope und dahinter Angel Di Maria. Das heißt, eine sehr starke Aufstellung und die Fans der Red Devils waren sehr zuversichtlich, dass ihre Mannschaft hier heute gewinnen konnte. Es musste allerdings ein höherer Sieg sein, denn die Elf und Begovic, Chambers, Sané, Laporte und Kurzawa in der Verteidigung, davor dann Stindl, Geis, Cabella, De Jong, Ben Yedder und Ibrahimovic haben das Hinspiel 3:1 gewonnen. Das heißt, ein 1:0 würde Manchester United nicht reichen, ein 2:0 würde reichen, ein 2:1 und Manchester United wäre raus, genauso wie bei jeglichem Unentschieden. Ein 3:1 würde in die Verlängerung gehen, ein 4:1 wäre der Sieg für Man United, ein 4:2 würde nicht reichen, bei 2 Auswärtsspielen von Newcastle United müsste man schon mit 3 Toren Unterschied gewinnen. Das heißt, 5:2 wäre das nächstmögliche Szenario für Manchester. Die Männer aus Newcastle begannen nervös in dieser Partie. Bereits nach 40 Sekunden der erste Ballverlust und der erste Angriff für Manchester United über Luke Shaw. Einfacher Doppelpass hier mit Marouane Fellaini. Das Ganze kommt gut. Angriff von Cabella. Sané steht nicht richtig. Fellaini mit dem Schuss aufs Tor abgefälscht. Da ist Powell. 1:0. 3 Minuten gespielt und schon führt Manchester United im Theater of Dreams. Und es sieht so aus, als ob der Traum von Newcastle United Platz sollte. 1:0 komplett überrumpelt und das war das erste Tor und es musste nur noch eins her für Manchester United, um hier gegen das andere United den Sieg einzufahren und somit ins Halbfinale einzuziehen. Die Fans vollkommen aus dem Häuschen und die Tunes, genauso wie die Magpies, fragten sich, was war hier eigentlich geschehen. Sané rückt vollkommen unnötig aus der Verteidigung raus. Der einfache Doppelpass von Fellaini und Shaw, ja, lässt Janmaat ganz alt aussehen. Laporte fällt unglücklich ab und Powell hat kein Problem, den Ball ins Tor zu grätschen. Keine Chance für Begovic. Nach einiger Zeit kam Newcastle dann wieder zurück in die Partie. 16 Minuten dauerte es. Dann der erste Angriff über Ben Yedder, aber der hat im Hinspiel zwar 3-mal getroffen. Passen ist nicht seine Spezialität. Ball, ja, wird geflankt, kommt nochmal auf Cabella im Rückraum. Der Schuss ebenfalls abgefälscht. Wie Berserker verteidigen das hinten drin. Richtig gute Leistung in der Defensive von Manchester United, die noch so alt ausgesehen hatte gegen Ben Yedder in dem vergangenen Spiel vor 2 Wochen. Ibrahimovic mit dem Schuss, Ben Yedder mit dem Kopfball und dann kommt nochmal Stindl an. Der versucht auch nochmal mit der Flanke, wieder abgewehrt. Kein Elfmeter in dieser Situation. Man sah, die standen wirklich hinten gut drin und erst kurz vor der Halbzeit gab es die erste richtige Chance für Newcastle über Ibrahimovic. Er hat sich klasse durch
durch gegen Johnny Evans. Phil Jones ist der Nächste, auch der wird stehen gelassen. Jetzt vor dem Tor von Lindegaard, der Schuss viel zu unplatziert vom Schweden. Wie ja in den Zeiten, als er seine Torkrise hatte, schafft er den Ball hier nicht ins Tor. Und somit 1-0 zur Halbzeit. Die Red Devils ja, waren überlegen, die Fans waren zufrieden, aber es musste halt ein zweites Tor her. Anders ging es nicht. Nur so würde man einziehen ins Halbfinale der Champions League. Momentan war Newcastle weiter, aber die Magpies spielten nicht gut, mussten sich nach der Halbzeit deutlich steigern. MGT schien die richtigen Worte gefunden zu haben, denn sie versuchten es direkt nach Wiederanpfiff über Ibrahimovic. Der spielt den Ball in die Mitte, hat den Ball weiter am Fuß. Guter Pass nach außen auf Sim de Jong und der versucht mal aus der Distanz. Lindegaard hält den Ball. Naja. Erste gute Chance für die Magpies im zweiten Durchgang. Danach ging De Jong auch direkt. Niang kam in die Partie. Das heißt, Positionswechsel, ein bisschen mehr Tempo auf der Außenposition war eventuell ganz gut notwendig gegen Raphael, der eine starke Partie machte. Und auf der anderen Seite nach 60 Minuten versuchte ja Manchester wieder nach vorne zu kommen und das wichtige Tor zu erzielen. Aber sie waren zu ungenau in der zweiten Halbzeit in ihren Aktionen. Khedira hier mit dem Hackenpass auf Powell, aber der mit dem Ballverlust gegen Laporte sehr, sehr unnötig. Es ging genauso weiter. Viele Ballverluste und dann mal eine Flanke von Di Maria in die Mitte. Schön gemacht. Da ist Van Persie. Das Ganze wird ein bisschen gefährlich. Abgefälscht von Chambers noch. Deswegen Eckball. Und Wechsel dann bei Manchester. Nach 74 Minuten kommt Sanabria. Und der hatte das 1-3 gemacht aus Sicht von Manchester im Hinspiel. Das heißt, der Paraguayer konnte auch hier wieder einen großen, ja, Impuls setzen. Die Frage ist, wie viel kann man noch machen in 15 Minuten Restzeit, wenn der beste Stürmer des Vereins vom Platz geht? Naja, wir werden sehen. Kommen wir zur Szene Nummer 1 in dieser Partie von Sanabria. Und zwar war das der Eckball, reingebracht von Angel Di Maria. Wir sehen, Sanabria ist in der Mitte und der zieht da Cabella nach hinten. Das heißt, die Mitte vollkommen frei. Ball kommt auf Fellaini und wäre der Ball durchgekommen, hätte das eventuell das Tor gegeben. Aber so ja, scheitert der Belgier an sich. Selbst Kopfball weit über das Tor. Die ja, Spieler von Manchester United auf der Bank verzweifelten. Wir sehen da unter anderem Sami Khedira und die Verzweiflung war gerechtfertigt. Sie kamen nicht mehr durch und dann dieser Fehler und ein Konter für Newcastle. 79. Minute. Da hat Ben Yedder den Ball. Er mit Ibrahimovic alleine gegen Jones. Schöner, ja, platzschaffender Ball auf den Schweden. Der ist nicht eigensinnig. Spielt auf Ben Yedder. Ben Yedder vor Lindegaard. 1-1. Die Entscheidung. Fragezeichen Sheffert. Ben Yedder mit seinem 4. Tor innerhalb von 2 Wochen gegen Manchester United. Der Hattrick letzte Woche. Und auch jetzt sieht es aus, als ob er im Alleingang Newcastle ins Halbfinale der Champions League schießen sollte. Ibrahimovic überlegt nochmal zurück auf Ben Yedder und der Franzose ohne Probleme gegen Lindegaard. Das war richtig gut gemacht und da fällt die Erleichterung ab von Trainer MGT. Die Erleichterung fällt ab. Natürlich auch von Wissamen Yedder. Bisher in der Partie keine großartigen Chancen, keine großartigen Szenen in der Offensive, weil Manchester so gut hinten drin stand. Und da mussten sie aufmachen und wurden direkt ausgekontert, der Franzose, mit seinem 6. Tor in der Königsklasse. Und das war dann auch die letzte Aktion der Partie. Newcastle zieht ein Halbfinale der Champions League. Manchester schafft es nicht, trotz dem 1-0 der zweiten Minute nochmal nachzulegen. Einfach zu ineffektiv in der Offensive und zu ungefährlich. Die Toon Army steht wieder mal im Halbfinale der Champions League, könnte wieder einen neuen Titel gewinnen. Das wäre ein Traum für MGT. 4-2 im Endeffekt für Newcastle. Wir sind durch. Wir sind im Halbfinale der Champions League und da stehen wir jetzt, nachdem wir gegen Manchester gewonnen haben, gegen Dortmund, Bayern oder Real Madrid. Eieieiei, das hatten wir schon mal, die Konstellation. Da war noch, wir waren da noch drin. Dortmund, Bayern, Real und, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, als Bayern und Dings ins Finale gekommen sind, war das Barca? Ich bin mir nicht sicher. Chelsea? Ich weiß es nicht mehr. Naja, wie auch immer. So, Newcastle, loben wir mal gegen Sunderland. Oh, ist Tyne Wear Derby. Oh, das kommt noch diese Episode dran. Hammer. Okay, alles klar, gut. Dann würde ich sagen, simulieren wir bis zu diesem Tag mal vor. Turnierpreisgeld, wir kriegen noch Geld für die Champions League. Das heißt, die Vertragsverlängerung dürfte überhaupt kein Problem mehr sein. Ich bin echt stolz auf unsere Mannschaft übrigens. So, Barca lehnt ab und Nastasic lehnt ab mit der Rolle. Okay, alles klar. Der Rest hier ist erstmal angenommen. So, Barca möchte gerne mehr. Das ist auch okay an sich. Was habe ich ihm angeboten? Wichtiger Stammspieler? Will essentieller Stammspieler sein. Na gut, lüge ich ihn halt an, aber das ist dann sein Problem. Ich habe sie wieder... Oh, ich bin so ein Vollidiot. Egal, so, er will auch essentieller Stammspieler sein. Gut, das verstehe ich nicht, aber von mir aus. Der Rest läuft noch, glaube ich. Genau, aktuell ist aus England haben wir dann noch. Und zwar Sam Byram. Okay, also haben wir nichts Neues. Auch doch hier Zuma, aber den brauchen wir nicht beobachten. Ross Barkley, den können wir mal beobachten, weil ich den mag. Phil Jones, nein. Chesney, brauchen wir nicht mehr beobachten. Den auch nicht. Den Rest hier, Philippe Louis, nö. Jermaine Defoe, nö. Ja. Gut. Okay, Chamberlain will nicht drüber reden, beziehungsweise will sich nicht entscheiden. 5,9 Millionen für die Champions League, das ist gut. Noch 2 Tage bis zum Derby. Und Abschlussbericht zu Michael Mandron oder Michael Mandron. Sieht schon echt pervers stark aus, ne? Aber naja, wird wohl erstmal nix. Und gucken wir mal auf die nächste Seite. Okay, unser Team ist so gut wie fit.
Das heißt, wir können auch weitergehen und dann sind wir auch direkt beim Derby. Und dann würde ich sagen, meine Freunde, machen wir die Aufstellung und dann geht es auch direkt mal los. Ben Yedder verlängert, das ist wunderbar. Ich glaube auch, Ben Yedder ist gestiegen, oder? Habe ich mich getäuscht? Ja, er ist auf 79. Habe ich gerade gesehen, als ich die ausgewechselt habe im Spiel. Hammer. Okay, nur bei Kurzpass und Manndeckung gestiegen. Aber egal, Hammer. Finde ich geil. So, egal. Chambers ist in Topform, das freut mich. Niang kann rein für niemanden. Thongor kommt mal rein für De Jong, weil mir De Jong gerade nicht gefallen hat. Ja, Kurzawa, ne? Was machen wir mit dir, mein Junge? Mendy ist verletzt. Romagnoli ist auch nicht in guter Form. Machen wir mal Sippel in Innenverteidigung. Laporta auf links. Geist geht übrigens mal raus. Und Barker wird spielen. Wo ist er überhaupt? Habe ich den nicht ausgeliehen? Barker? Wir haben Barker anscheinend ausgeliehen. Ja, umso besser. Dann kann Geist nämlich doch spielen. Oder man irgendwie auf der Bank, der spielen muss. Nö, sieht nicht so aus. Aber Draxler kann man wieder eine auf die Bank rutschen für Aarons. Nein, für Obertan. So. Alles klar, dann würde ich sagen, gehen wir rein. Viel Spaß und bis gleich. Es war mal wieder Derby-Zeit im St. James' Park, Newcastle United gegen Sunderland, Tynewald Derby und das zwischen dem Tabellen-1. Der Premier League und dem Tabellen-10. Sunderland könnte die Spurs nochmal ein bisschen ins Rennen bringen in der Premier League im Kampf um die Plätze vorne, denn momentan 3 Punkte Vorsprung, ein Spiel weniger für Newcastle. Mit einem Sieg bliebe es bei diesen 3 Punkten, das heißt die Riesenchance nochmal für Tottenham da ranzukommen, allerdings natürlich eine große Aufgabe im St. James' Park gegen die stark aufspielenden, ja, Magpies, die auch gerade erst ins Halbfinale der Champions League eingezogen waren. Maul, der Kapitän bei Sunderland, der Black Cats und natürlich auch Emika Bayer, der Kapitän bei den Magpies, führten ihre Mannschaften hier aufs Feld. Wir schauen nur auf die Stürmer heute, nicht auf die gesamte Aufstellung. Mandron und Wickham auf der einen Seite, Ibrahimovic auf der anderen Seite. Nach Medienberichten war Newcastle United interessiert an Mandron, der Franzose bisher mit einer klasse Saison und einer klasse Leistungssteigerung in den letzten Jahren. Lee Probert, der Schiedsrichter der Partie, wollte natürlich hier dafür sorgen, dass das Derby ja gepflegt abging, beziehungsweise dass es nicht zu Ausschreitungen käme, denn im Vorfeld wurde von den Fangruppen angekündigt, sich ja nicht unbedingt fair zu verhalten. Von den Spielern war Gegenseitiges angekündigt, denn, ja, wir sehen es hier direkt, Cabella fair durchgekommen gegen Pantilimon, hat da klasse nachgesetzt, der Franzose, macht das gut, der Rumäne, aber mit einer klasse Parade, wie man hier auch nochmal sieht, reißt die Arme im richtigen Moment hoch. Cabella, naja, vor 2 Jahren, bei dem ersten Spiel, beim ersten Derby von Trainer MGT, war es ein Franzose, Sissoko in der 90. Minute mit dem entscheidenden Tor, und heute hat sich Cabella wohl dieses entscheidende Tor vorgenommen, der Ball von Geist auf den französischen Kapitän der Magpies, und wieder ist Pantilimon da und hält hier diesen Ball in der 25. Minute. Cabella mit einer klasse Anfangsphase und bisher der einzige Mann auf dem Platz, der wirklich für Akzente sorgen konnte. Die erste Chance für Sunderland dann mal nach knapp 30 Minuten, aber hier schießt Wickham klar am Kasten von Begovic vorbei. Den Ball hätte er definitiv besser treffen können, aber der Engländer scheitert an sich selber in der Situation, und danach gab es die nächste Chance. Naja, auf der einen Seite, auf der anderen Seite gab es dann die gelbe Karte für Albin Ekdal für Sunderland. Der Schwede beim Zweikampf gegen sowohl, ja, sowohl Sippel als auch Stindl ein bisschen zu hart reingegangen. Wir sehen es hier nochmal. Danach gab es ein bisschen Auseinandersetzung zwischen, ja, dem Schweden und dem Deutschen. Also Derby-Charakter hatte das Ganze hier auf jeden Fall. Ordentliche Stimmung auf dem Platz. Und das ging weiter vor der Halbzeit. Der Ball wieder auf Cabella. Und wie gut der drauf war, beziehungsweise wie sicher der war, sehen wir hier, der Ball auf Chambers nach dem Stehenbleiben. Kriegt den Ball mit der Hacke und versucht es mit dem Trick gegen Van Aanholt. Das Ganze klappt nicht. War nicht so schlimm, denn es war direkt danach Halbzeit. 0:0 im St. James' Park. Der bisher auffälligste Spieler der Partie war der Kapitän Remy Cabella. In der zweiten Halbzeit musste aber einiges besser werden, zumindest wenn man hier nicht torlos vom Platz gehen wollte. Sowohl Ibrahimovic als auch auf der anderen Seite Connor Wickham und natürlich auch Michael Mandron waren bisher unauffällig gewesen. Das änderte sich nach der Halbzeit. Teixeira hier mal mit der Schusschance Nummer 1, aber es wirft sich jemand in den Schuss hinein, und zwar ist das wieder mal Lennart Ajetheil-Sippel, der deutsche Sechser. Da sah man, wie wichtig dieses Derby war. Man wollte hier sich nichts schenken, und dass so eine Grätsche zustande kommt von Sippel ist schon überraschend, aber die nächste Grätsche wird noch interessanter. Zunächst mal die nächste Chance auf der anderen Seite für Newcastle, die lange braucht in der zweiten Halbzeit, um in die Partie zu kommen. Stindl mit dem Ball auf Ibrahimovic, der macht das klasse gegen Van Aanholt, gegen Pantilimon, und der ist wieder da. Was für eine Parade vom Rumänen. Der Riese mit über 2 Meter Körpergröße kann hier den Schweden stoppen. Es bleibt beim 0:0. Auf der anderen Seite gab es dann, wie gesagt, die nächste Chance. Albin Ekdal setzt sich hier klasse durch mit der Hacke auf Mandron, und da ist Draxler dazwischen. Wenn Draxler dazwischen drätscht, dann muss das Ganze hier schon ziemlich ernst sein. Der junge Deutsche mit einer klasse Partie bis zu diesem Zeitpunkt. Und naja, wir gehen mal in die nächste Szene, und das war Ibrahimovic. 2 Minuten später setzt sich außen durch gegen Van Aanholt.
zieht in die Mitte. Schöner Pass auf Niang, wunderbar gespielt. Der Ball in die Mitte gespielt vom Franzosen auf Thauvin. Der legt nochmal ab. Und das war der Fehler. Hätte er vielleicht mal direkt geschossen, wäre das Ganze gefährlicher geworden. So bleibt es hier beim 0:0. Und dann kam wieder Malcolm Becker in der zweiten Halbzeit unauffällig, aber trotzdem noch am Ackern. Die ganze Zeit hin und her. Ibrahimovic wird geschickt vom Franzosen. Macht das klasse gegen Vergini. Und dann wird er angeschossen, beziehungsweise schießt Niang an seinen Stürmerkollegen. Eingewechselt mittlerweile. Sehr bittere Szene. Aber es war noch nicht vorbei, denn es gab noch Chancen. Mandron hier. Und da kommt Chambers mit dem linken Fuß noch an den Ball. Macht das Ganze richtig gefährlich für Stefan Begovic. Es gibt aber nur den Eckball. Und aus diesem Eckball entsteht dann die Szene, die die Partie hier charakterisiert und die Szene hier, beziehungsweise diese Partie hier entscheidet. Denn der Eckball reingetreten von Albin Ekdal. Sie wollen den Sieg, sie spielen auf Sieg und stehen hinten offen. Ball kommt auf Mavrias und Laporte ist dazwischen, spielt den Ball nach vorne auf Lennart Ajetay-Sippel. Der ist nicht der absolute Ballkünstler, aber treibt ihn trotzdem nach vorne und spielt ihn weiter auf Zlatan Ibrahimovic. Der versucht auf Niang, Fehlpass. Allerdings kämpfen die Magpies, gehen hier energisch dazwischen. Hier kommt nämlich Chambers. Klasse dazwischen gegangen und der Ball auf Kabeck. Normalerweise dafür bekannt, die Szenen vorzubereiten, aber diesmal nicht. Setzt sich durch gegen Van Aanholt, setzt sich durch gegen, ja, Zambrano ist im 16er, der macht doch wohl nicht, der macht es tatsächlich, das 1:0 in der 90. Minute. Der Siegtreffer durch einen Franzosen, wie im ersten Derby zwischen den Black Cats und den Mackays unter der Amtszeit von Trainer MGT. Was für ein Lauf von Rémy Cabella in der 90. Minute, entscheidet er das Tainua Derby. Zu rechter Jubel tritt die Eckfahne kaputt und das ist die letzte Aktion der Partie. Es bleibt beim 1:0, fünfte Saisontor für Rémy Cabella und der beste Mann auf dem Platz entscheidet hier diese Partie. Laporte genauso wie der ganze Rest der, ja, Toon Army und natürlich auch Trainer MGT sehr zufrieden mit diesem Spiel, mit diesem Ergebnis. Es war nicht souverän, es hatte Derby-Charakter, aber im Endeffekt ist es der Sieg und es bleiben weiterhin 6 Punkte Vorsprung vor den Tottenham Hotspurs. Es ist wieder die 90. Minute, es ist wieder ein Franzose und diesmal ist es Cabella und es ist wie beim ersten Mal. Wir gewinnen aufgrund eines Tores in der Nachspielzeit dieses Spiel gegen unseren Erzrivalen, gegen Southampton. Was für ein Spiel, wieder 6 Punkte Vorsprung und es sieht mega gut aus für die Meisterschaft. Es scheint, als wäre es möglich, alles zu gewinnen in diesem Jahr. Das wäre natürlich der absolute Hammer. Im nächsten Spiel geht es dann gegen Southampton, das seht ihr dann in der nächsten Episode. Wir schauen uns mal kurz den Teambericht an. Thauvin war letztes Spiel echt schwach, aber ansonsten hat mir das sehr, sehr gut gefallen hier. Ajetay-Sippel hat gut gespielt, Stindl und so weiter, er steigt nicht so wirklich, aber die Werte gehen hoch, das heißt, er wird auch demnächst wirklich steigen. Das Ben Arfa war auch nicht so stark, ehrlich gesagt, aber er ist 6 Tore, ne? Ist eigentlich relativ schwach in 25 Spielen, aber dafür 6 in der Champions League, auch wenn er 3 gegen Manchester gemacht hat, aber ist ja auch egal. Dafür ist Ibrahimovic-Quote überragend. Ansonsten bin ich eigentlich auch relativ zufrieden mit unserem Team. Niang, ja, ist auch nicht die allerbeste Quote, aber es geht auf jeden Fall. Draxler finde ich krass, dass er 6 Tore in 7 Spielen gemacht hat. Das finde ich echt krass, aber er kam ja auch im Winter, von daher hat er bei Schalke bestimmt ein paar Mal getroffen. Und Campbell hat immer noch eine gute Quote eigentlich. Ich bin schon sehr zufrieden mit meinem Team, mal sehen, wie es den Leihspielern geht. Rüdiger ist immer noch nicht gestiegen, Barker steigt langsam weiter. Auch Reinholz, Altobelli, die spielen anscheinend alle schön, das ist wunderbar. Und dann würde ich sagen, das war's mit dieser Episode. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, haut rein und ciao.